Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay und den Mitspieler kennen wir schon, das ist der Eisbär aus dem Clan Minze mit GW100, E100, 10er Uni-Battle, ja, hier mit Arti, wunderbar, Arti-Replay, jawohl. Und wir haben 6 Heavys, 4 mittlere Panzer, 1 TDs, 1 Light und 3-mal die Arti, Wahnsinn, und das auf Retscher, 3-mal Arti. Ja, ist im Nordwesten gestartet, eigentlich das Team im Norden, aber die Arti ist gleich im Nordwesten, sehr witzig. Ja, lädt hier durch, hat 26 mal die normale Standardmunition, 210 mm Geschoss mit 1110 Damage bei 53 Durchschlag, aimt schon mal auf den Progetto 46 und pflanzt erstmal wunderbar 404 rein. Ja, ein bisschen verlegen vielleicht, nein. Oh, naja, gut. Sag's doch. Da hat die gegnerische Arti schon mal in die Richtung hier geschossen. Aha. Ja, hat er sich bewegt beim Zielen. Darum ist der Zielkreis weggegangen. Eine Gunmark hat er schon drauf. Was heißt schon? Die muss er erstmal kriegen mit der Arti. Na, das dauert schon mal eine Weile. So, Objekt 268,4. Auch mal 509 zum Anfüttern. Er hat jetzt einen riesen Fleck oben auf dem Dach. Richtig drauf geschissen. Entschuldigung. Oh, ich hab's noch gesagt. Die gegnerische GW100 hat erstmal geguckt hier, weil hier stehen alle Artis. Da pflanzen die rein, ne? Da hauen die rein. Ich hab's gesagt. Warum? Ich mach das nicht. Ich verleg mich dann meistens immer. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Ja. Bisschen abgezogen da mit 68 Hitpoints. Nein, ein bisschen mehr. 100 Hitpoints, ne? Wie viel hat er? 110. 110 hat der gegnerische abgezogen. Ja. Warum soll ich rechnen? Da unten steht's doch. Verdammt nochmal, guck doch mal hin. Ja, viermal die Premium-Munition hat noch dabei. Die hat einen größeren Sprengradius. Die normale hat 12 Meter Sprengradius. Die Premium hat 13,2. Kleines Mid-Kit. Kleines Red Kit, kleiner Feuerlöscher und das Tarnnetz. Okay. Durchgeladen. Reload Time. Sehen wir ja. So, gehe ich ganz getroffen. 60 TP angehaucht und Stand-Schaden. Und den ST2. Ja, Reload Time 32,91 ist natürlich ein bisschen weniger, ist klar. Als Original durch Ansetzer und True Skill. 1:3 steht es. Eben hier auf diesen Zeppelin. Retscheier auch eine schöne Karte. Schöne Map. So, Panzerkraftwagen 7. 60 DP. Ja. Ja, das verzieht sich ein bisschen der Zielkreis. Das liegt aber, ich glaube, am Replay. Oder er bewegt sich dabei weg beim Schauen. Die Granate hat ebenfalls nicht so getroffen. Da hat er nur ein bisschen Stand-Schaden und, wie gesagt, Unterstützungsschaden bekommen. Ne? Er selber kein Damage. Macht auch nichts. Reize 6. Die Gegner drücken durch hier. Im, so gesagt, im Osten. Na? Da ist nur noch unser FV215B183. Da ist er. Ja, ja. Der Schwesterbruder vom Stern zerstöre den FV4005. Ne? Ist ja der Schwester. Ist hier die Schwester? Der Schwester. Oder der Bruder. Aber wir sind hier beim Arti-Replay. Ganz einfach. Ja, ich feiere nur diesen FV215B183. Ich hätte den auch gerne. So, der 60 TP steht da davor. Ist gleich durchgezielt. Jawohl. 309 abgezogen. Da ist er Superkonkurrer noch. 20 Sekunden noch. Dann gibt es das erste, gibt es das nächste Granitchen. Oh, drei Panzer zusammen. ST2 und 60 TP. Oh, bitte, bitte, bitte bleib zu stehen. Bleib zu stehen. Ja, bleib zu stehen. Jawohl. Kriegen sie noch mal eine rein. Jetzt fahren sie auseinander. Bleib schön stehen. 3, 2, 1, Bingo! Ah, sehen wir nicht.
aber alle haben was davon abbekommen. 6 zu 6. Ja, da halten jetzt natürlich alle drei Artis rein, ne, die nacheinander schießen. Die 55, 58, die BZ, also Badget 155, 58, 3 Schuss Magazin, ne? Wenn die durchgeladen hat, die lädt ja um die 40, 46 Sekunden durch. Habe ich auch die Arti und dann haut sie da drei Granaten rein. Da kommen die nicht mehr weg eigentlich. Ja, was haben wir denn als Arti? Das Objekt 261, wie gesagt, die Badget. Gegenseite hat auch die Badget, 155, 58, die 10er. Ja, ist ja klar, ist ja 10er Orbital. Und dann die Conqueror, oh, die ist böse. Und GW100 haben wir auch selber schon gespürt. Tja, zum Namen Eisbär gibt es eine schöne Anekdote. Ich habe ja Zeit. Ne, 40 Sekunden immer für das nächste Mal. So, 60 DP. Hm, durchzielen, nee, das bringt nichts. Doch, lieber hier auf den 60 DP, auf den zweiten. Na, ich glaube nicht. Ja, 215, noch erwischt. Oh, Super Conqueror hat jetzt schön von FV 215 B183 eine reinbekommen und wurde ausgelöscht. Ja, böses Ding, ne, dieser FV. Ja, Anekdote gleich. Gleich kommt eine Anekdote zu dem Namen Eisbär. Ist echt witzig, erzählen wir in der Familie wahrscheinlich im Jahr zweimal. Und meine Tochter erfreut das überhaupt nicht und meine jüngste Tochter. Aber die Geschichte ist einfach zu süß. Ja, der Zielkreis bewegt sich, weil er auch den Panzer bewegt, ne? Also die Arti. 7 zu 6. Und zack, rausgenommen, den 60 DP, erster Kill. Wunderbar. 2487 Damage. 1170 Unterstützungsschaden. Ja, 20 Sekunden nochmal durchgeladen. Ich komme gleich dazu. Nächster Schuss erzähle ich die kleine Anekdote. 9 zu 7. Oh, da ging Munitionslader hoch. So, STB1. Ein bisschen eher. Oh, da erwischt er wohl. Der ist rausgenommen. Zweiter Kill. Hat er doch noch erwischt. Wunderbar. Und zwar, meine jüngste Tochter klein war. Und wir kommen ja gebürtig aus dem ostdeutschen Raum, wohnen jetzt hier bei Hannover. Und wie unsere Tochter klein war, so um die 3-4 Jahre, hat sie mit Straßenkreide, mit Malkreide auf der Straße gemalt und macht so ein Tier und fragt, ja, hier, was ist denn das für ein Tier? Oder wir fragen, was ist denn das für ein Tier? Ja, ja, mit vier Beinen und so, ne? Ja, sagt ein Eisbär. Mit A geschrieben, ne? Also mit A gesprochen, so wie... Ja, ich komme ja aus Halberstadt und wir sprechen das A ein bisschen länger. Und zack, GWE 100 rausgenommen, ja. Und dann sagt sie Eisbär, ne? Und wir haben uns erstmal kaputt gelacht. Fand sie nicht witzig, ne? Weil sie das gar nicht so gemerkt hat. Und wir sind sehr oft nach Halberstadt gefahren und da haben die Kinder so einen Schwenk davon mitbekommen. Diesen ostdeutschen Slang, ne? Ja. Und da war das lustig. Eisbär. Mit A geschrieben, ne? Witzig. Ja, so kleine Anekdote mal nebenbei. Zack, raus. Vierter Kill. 60 TP noch rausgenommen. Nur noch die gegnerische Badget 155, 58. Mission können wir nochmal schnell gucken. Hat er da was? Nein, keine Mission. Irgendwas im Hintergrund vielleicht noch auf. Weiß ich aber nicht. Ja, Einziehzeit war um die 4,6 Sekunden. Nur mal schnell noch gesagt. So, da ist die Badget 155, 58. Hat schon mal eine reinbekommen. Na, kommt doch noch dazu. Und? Zack, raus. Fünfter Kill. Die schnapuliert da auch noch weg. Und wir sehen uns bei den Stats. Jawohl. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift lassen wir mal weg. Das lese ich mal vor. Dann haben wir das Panzerast, dann haben wir Schläger, Kämpfer, 120.793 Credits. XP kommen wir später, 27 von den Anleihen. Den Teamscore,
4238 Damage, 5 Kills, 1003 Basis XP, Dirt Report, 14 Mal geschossen, 4 Mal getroffen, 19 Mal Splash durch mehrfach Splash, weil die Panzer nebeneinander standen. Dann hat er hier Unterstützungsschaden 362 und den anderen Schaden hier Standschaden, ne? 1388. Gefahren ist er nicht viel, nur 720 Meter. Dafür gab es 47.195 Credits. Dann hier Missionsbonus dazu. 50.000 Credits dazu. Abzüglich Repair und Munition bleibt ein Plus von 84.763 Credits. Spielzeit war 9 Minuten 35. Dann die Basis XP mal 2 für den Tagessieg und Bonus für den Sieg macht eben 3010 Basis XP und 150 freie Erfahrung. Jawohl. Schöne Sache, schönes Replay. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.